Michael und ich machen uns wieder auf den Weg. Das ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Heute steuern wir das abgefahrenste Schloss in ganz Schottland an, um dort so spektakuläre Aufnahmen zu machen, wie du sie in keinem anderen YouTube-Kanal finden wirst. Wir finden einen Kerker, wo über 100 Menschen gefangen gehalten wurden und knöcheltief im Dreck lebten. Kann man die verlorenen Seelen immer noch spüren? Mach dich mit uns mit auf den Weg, hier erlebst du Schottland wie sonst nirgends. Und was hat es eigentlich mit dem Raum auf sich, in dem ich bei diesem Schloss übernachte? Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und ich kann es kaum fassen, denn wir sind wieder auf der Straße, wieder mobil und unterwegs im Auto. Alles repariert, jetzt geht's in den Norden. Michael wieder am Steuer. Grüß euch. Oh, Warnsignal. Achtung. Ja, und Pitlochry ist der nächste Stopp, der nächste Halt. Werden wir uns kurz aufhalten und dann geht's weiter, Stonehaven, Dunnottar Castle, zur Ostküste. Das und noch vieles mehr wird euch erwarten in diesem Video. Ich hoffe, wir können auch wieder gut unterhalten, denn es ist immer spaßig mit uns beiden, zumindest, oder? Aber wir haben die besten schlechten Witze parat, nur für euch. Also, wenn du gerade nicht in Schottland sein kannst, aber gerne sein würdest, dann schau dir jetzt dieses Video an, denn wir nehmen dich wirklich mit auf unsere Reise. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt noch weiter, nämlich genau 35 Minuten. Und dann eben der nächste Stop, Pitlochry. Und was ich da gerade sehe, ich wollte nämlich gerade sagen und dir erklären, dass ein Riesenziel von mir auch ist, da einen Morrisons zu finden. Weißt du, was ein Morrisons ist? Nein. Das ist mein Lieblingsshop, Supermarkt in Schottland. Der mit den Muscheln, die du so liebst. Ja, die haben eine Fischtheke, eine frische, also mit Frischfisch, Fisch ist frisch, ja, Fisch und so weiter. Ja. Die haben frische Skalops und Muscheln, Austern. Aber das Beste, ich liebe das Krabbenfleisch so extrem. Muss ich dann auch mal probieren. Und das gibt's dort, da kann man wirklich das meiste bei Morrisons kaufen und natürlich die grünen Walker Chips. Hast du die immer schon probiert? Salt und Vinegar? Ich glaube in London. Und deswegen schaue ich noch, ja? Okay, schau ich nach vorne, weil das ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Morrisons? Ja, das ist ein Zeichen. Der Morrisons Bus eskortet eigentlich vor uns. Das kann nur ein Zeichen vom Himmel sein. Ja, gerade jetzt, wo ich eben sagen wollte, wir müssen zum Morrisons, ich liebe den Morrisons, ist er auch schon da. Geschafft! Im Pitlochry angekommen und das hinter mir dürfte da oben auf dem Hügel auch schon das Barnault Cottage sein, wo der famous berühmte Piper Gordon Duncan gewohnt hat und gelebt hat. Gleich hier oben. Gordon Duncan war einer der bedeutendsten Spieler der Highland Pipes, nicht nur in Schottland, sondern weltweit. Er revolutionierte die Musik auf diesem Instrument. Er wohnte exakt gegenüber von der Edradour Distillery, im Barnault Cottage. Leider ging Gordon im Dezember 2005 von uns. Und genau gegenüber, wo hinter mir das Barnault Cottage ist, ist hier die Edradour Distillery, die kleinste Distillery Schottlands. Ich mag den Edradour Single Malt eigentlich sehr gut, sehr gerne, aber leider hat heute das Visitor Center und der Shop geschlossen. Sonst hätten wir wohl auch einen Whisky gekauft für mit auf den Weg, das war eigentlich der Plan. Aber leider zu heute, an einem Mittwoch, Donnerstag. Die Edradour Distillery ist die kleinste Distillerie Schottlands. Leider hat der Shop und das Besucherzentrum in der Nebensaison geschlossen. Okay. Michael. Okay. So, next stop. Leider war am verschlossenen Tor das Blair Atoll Castle Abenteuer auch schon wieder zu Ende. Wie die Edradour Distillerie hat auch das Blair Atoll Schloss in der Nebensaison geschlossen. Ich empfehle immer vorher im Internet zu prüfen, ob die Sehenswürdigkeit am Zielort auch wirklich geöffnet hat. Ich war aber schon öfters vor Ort, da dort auch jährlich die Weltmeisterschaft für Solo Piping stattfindet. Es ist ein wunderschönes Schloss.
Wir machen uns nun weiter auf den Weg und peilen unseren Zielort an, das Dunnottar Castle. Können wir es noch vor Sonnenuntergang erreichen? Ich bin jetzt gerade da unten, also unten nicht, ich bin auf dem Weg runter zum Dunnottar Castle. Die Sonne kommt immer wieder raus und wenn sie rauskommt, sind das perfekte Konditionen für die besten Drohnenaufnahmen hier jemals. The pressure is on, jetzt gibt es ein bisschen starken Druck, weil ich komme nicht so häufig her, wie man wahrscheinlich sich denken kann. Und jetzt muss ich die Drohnenaufnahmen nailen, also den Nagel auf den Kopf treffen, sie einsacken, weil immer dieses Orange da hinten, dieses Dunnottar Castle, das dann beleuchtet wird. Und es ist echt ein bisschen Druck vorhanden, dass ich diese Drohnenaufnahmen so schön mit dieser Belichtung, mit dem Licht in die Kassen bekomme. Wünscht mir Glück. Okay, also ich hoffe, ich muss dann das Footage-Material noch ansehen, gerade noch ein paar warme Sonnenstrahlen eingefangen, die das Castle, das Schloss, anstrahlten. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich die besten und spektakulärsten Drohnenaufnahmen hier erst noch machen werde. Dazu aber später mehr. Aber ja, das kann ich dann erst sagen, ob das noch ausreichend war, dass es wirklich etwas noch orange ist, dann wärmere Farbtöne. Das wäre mein Wunsch gewesen, weil ziemlich schnell zog dann die Wolkendecke zu. Und es wurde dann düsterer. Typisch Schottland eben. Wetter ändert sich manchmal alle 10 Minuten. Aber ich bin ziemlich zufrieden. Das Beste, die Drohne ist wieder zurück. Heil angekommen und handgecatcht. Das ist perfekt. Jetzt ziehen wir noch rüber zum Castle hier von der anderen Seite. Deswegen nehmen wir auch mit. Das glaubt ihr nicht, wie der View, der Ausblick hier eigentlich ja, ausschaut. Das ist unfassbar. Hier muss man wirklich aufpassen, dass man nicht runterfällt. Das ist ernst gemeint. Castle Action, die war echt super. Ich konnte dann direkt danach nichts mehr filmen, weil der Speicher voll ist auf meiner großen Kamera. Jetzt deswegen bin ich am Smartphone, am Handy. Wir sind jetzt am Hafen, mehr kann man wahrscheinlich sehen und hören. Und jetzt geht es zu einem Pub, noch auf etwas zu essen und ein paar Bier, oder? Wenn wer auch parallel eines trinkt zu dem Video, was ihr gerade schaut, so was du gerade dir anschaust. Und vielleicht geht es morgen nochmal zum Dunnottar Castle, aber dann rein, nicht nur von außen. Das wird wahrscheinlich am Plan stehen und dann sage ich jetzt schon mal Prost. Genau, und das Zimmer muss ich euch zeigen, ja, wo ich nämlich da wohne. In Stonehaven heißt es. Was da an der Wand ist, das glaubt ihr nicht. Das muss unbedingt, müsst ihr das gesehen haben, wenn dann der Speicher wieder oben geleert ist auf der großen Kamera. Zeige ich euch heute später vielleicht, hoffentlich, wenn ich nicht vergiss, noch wie das Zimmer aussieht. Ist echt ein sehr spezielles Foto. Unfassbar, der Knaller. Also dann hoffentlich bis später nochmal. In Stonehaven, direkt am Pier in einem Pub, hatten wir dann die besten Fish and Chips vom ganzen Schottlandurlaub. Und jetzt zurück zu Hause vom Pub. Ich muss euch mein Zimmer wie versprochen zeigen mit dem Special und what? Ja, das ist tatsächlich das Dunnottar Castle mit einer Fotografie. Ja. Neben meinem Bett, wo ich schlafen werde, hoffentlich, an der Wand. Ich schlafe also hier mit dem Ausblick auf das Dunnottar Castle. Unfassbar, oder? Ich muss euch diesen Raum empfehlen, nicht den Raum, sondern das ganze Hotel hier, weil hier das Bad genauso cool aussieht. Hier gibt es einen Schwimmreifen, wenn du verloren gehst in der Dusche,
Sehr cool, oder? Unfassbar cool. So, wir sehen uns morgen. Spiegel, Goodbye-Sagung. Ja, bis morgen, weil wir stehen, ich stehe, ihr auch vielleicht, nein, ich denke ihr nicht, um 5 Uhr morgen auf, damit wir den Sonnenaufgang am Dunnottar Castle sehen werden. Boah, 5 Uhr morgen aufstehen nach dem Pub. Ich hoffe, das geht gut. Gute Nacht. Guten Morgen und ja, aus meinem Zimmer natürlich. Woher denn sonst einen schönen guten Morgen? Und ich sehe sehr verschlafen aus, ich weiß. Und auch hier sehe ich anders aus mit den Haaren. Warum? Es ist 5 Uhr morgens. Wir versuchen, den Sonnenaufgang einzufangen. Der findet natürlich dann auch gleich statt. Und gestern war ich ja das letzte Einhorn. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich die Haare hier nicht so zusammen binde zu so einem Knäuel, lasse ich sie heute mal offen. Auf Highlander-Style, mehr oder weniger. Und ich hoffe, der Michael wartet schon draußen mit dem Auto, denn jetzt geht es nochmal zum Dunnottar Castle eben. Und wenn es wirklich nicht zu sehr bewölkt ist, dann sehen wir gleich einen unfassbaren Sonnenaufgang. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Morgen. Guten Morgen. Morning. Ausgeschlafen? Guten ja. Morgen, ja. Teilweise ausgeschlafen. Ja, nicht viel. Es geht. Aber ganz fit für das. Ja. Okay. Steigen wir ein? Ja. Okay. Geht schon. Ich kann es kaum glauben, diese orange Farbe da am Horizont. Und gleich geht die Sonne auf. Wir sind wieder hier beim Dunnottar Castle. Michael, alles in Ordnung? Sehr schön. Ich sehe da irgend so ein riesen Ding am Horizont. Es sieht aus wie ein riesen Planet, der leuchtet. Vielleicht noch, wie ich das einfangen kann mit der Kamera. Es schaut abgefahren aus, da drüben. Ist der Mond oder so? Ein riesiges Ding. Es war unbeschreiblich schwer, hier nur einen Clip zu wählen, denn es war eine Aufnahme abgefahrener als die andere. Sieh dir mal diese an, wie knapp die Drohne an den Ruinenmauern vorbeiflog. Das war extrem knapp. Ehrlich jetzt, es kann nicht echt sein, oder? Ich liege noch im Bett und träume. Das ist ein Highlight jemals. Das ist unglaublich eigentlich. Das ist ja wie in einem Hollywood-Film, oder Michael? Unfassbar. Das, unfassbar. Das gibt's wirklich nicht. Die Sonne ist jetzt oben und jetzt geht's ins Dunnottar Castle rein. Und ihr seid mit dabei und könnt euch anschauen, wie es da drinnen abgeht. Da waren 170 Gefangene, hast du erzählt? Circa 167 Personen waren eingekerkert unter den schwierigsten oder unwidrigsten menschenunwürdigsten Bedingungen. Okay, unter den widrigsten menschenunwürdigsten Bedingungen waren die da eingekerkert. Vielleicht finden wir den Raum, machen wir einen Paranormal Activity Test, ob man da irgendwas spürt an irgendwelchen negativen oder Geisterenergien. Vielleicht sehen wir ein paar Geister.
So, nun gehen wir in das Verlies, wo sie 200 Menschen einsperrten und die unter widrigsten Bedingungen eben hier dahin vegetierten. Da steht ankle deep, also bis zu den Knöcheln im Schlamm, Dreck und so weiter. Und das genau ist hier passiert und hier sind auch diese Menschen gestorben. Und mal sehen, ob man hier irgendwie eine Präsenz von Seelen, verstorbenen Seelen oder irgendetwas spürt oder merkt. Aber es ist schon ein etwas anderes Gefühl hier in diesem Raum. Oder es ist nur Einbildung. Aber auf jeden Fall gruselig. Gut, wir sind jetzt schon fast wieder auf dem Sprung ins Auto, im Roadtrip, dann geht es natürlich weiter. Wohin, das erzähle ich euch gleich, aber jetzt geht es um Stanotter Castle. Ein kleines Fazit, kann man das hier empfehlen, solltet ihr hierher kommen und wie sind so meine Eindrücke oder unsere Eindrücke? Ich würde sagen, der Ausblick ist ein absoluter Wahnsinn. Es hat auch so einen kleinen Mini-Gruselfaktor vielleicht, ganz klein wegen dem Verlies. Aber Fazit, es zahlt sich zu 100% aus. 9,50 Pfund kostet der Eintritt oder für einen Erwachsenen. Das ist jeder Penny wert. Ja, das ist es wert auf alle Fälle. Ist wirklich cool hier und ich finde so das most impressive, das am meisten beeindruckendste Schloss finde ich schon für mich persönlich in Schottland. Weil eben das hier hingebaut, dieses Cliff hier, das ist einzigartig. Und unbedingt einmal besuchen bei Sonnenaufgang. Genau. Noch geschlossen, aber genau. Dafür außen unbeschreiblich. Ja. Ich bin auch immer sprachlos. Eines der besten Erlebnisse in meinem ganzen Leben, vielleicht auch in deinem. Das ist, ja, man kann es nicht beschreiben mit Worten, muss da sein, es sind keine anderen Leute dann hier. Jedenfalls sind wir in der Nebensaison da. Kann man 100% empfehlen, auch hier reingehen und das Ticket kaufen, nicht nur von außen, weil es ist wirklich schön. Es gibt so viele Räume zum Anschauen. Ja. Sehr cool. So, wir werden jetzt das Stanotter Castle verlassen und springen ins Auto und dann geht es wohin? Richtung Glencoe. Ja, Glencoe. Ja, exakt. Wir sehen uns später. Zum Abschluss holte ich mir noch in der Imbissbude, die am Parkplatz des Stanotter Castles zu finden ist, einen Angus Beef Burger, um mich für den nächsten Roadtrip zu stärken. Wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Es geht Richtung Glencoe. Und wir sehen uns wie immer. Nein, das passt schon. Deswegen, wenn ihr gerade nicht in Schottland seid, nicht reisen könnt oder, Blödsinn gesagt, blablabla. Ja, okay. Battle Castle, der Glenfiddich, die Championship. Oh, yes. Morgens deswegen verschlafen. Wir versuchen den